Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr PvP verhindern könnt. Es gibt drei Wege dafür. Einmal die ersten zwei Wege, die ich euch zeigen werde, dann kann man gar nichts mit hinten, also auch keine Entitäten. Und beim letzten kann man sich nur unter Spielern nicht schlagen. Also, soweit ich weiß. Also, der erste Befehl ist Effekte. Ja, mit Effekten. Das ist ein ganz simpler Weg. Du gibst also jemandem Effekte, mal schauen, wir geben mal jedem Spieler, also at A, at E wäre jedes Objekt, würde ich nicht machen, at P wäre nächster, at R ist random und at S ist man selbst, weil ja hier niemand mehr ist, außer ich mache ich at S und dann Weakness, also Weakness ist auf Deutsch, genau, ich glaube Schwäche, genau Schwäche, ja ja, Schwäche. Und ihr gebt euch Schwäche, und zwar 999, 2 für 5, true. Ihr seht, jetzt habe ich Weakness. Man kann nichts mehr hitten. So, allerdings, wenn ich jetzt sterben würde, ist dieser Befehl weg. Ja genau, es ist weg. Also, gebt ihr euch einen Command-Block, stellt den hin. Effekt, give, at A, Weakness. Übrigens, ich mache das mit Auto-Tab, also Tab. Und dann schreibt ihr hin 2, 2, 5, 5, true. Also 2, ich mach's immer auf 2, ihr könnt's auch auf 1 machen, ist egal. Ja, auf always active und auf repeat, jetzt wird's halt die ganze Zeit wiederholt. So, ihr könnt trotzdem nichts angreifen. Das ist dann halt auch, wenn ihr jetzt sterbt. Seht ihr, es bleibt noch da. So. Kommen wir zur zweiten Möglichkeit. Wie wäre der Attributbefehl? Attribut at s, also at a geht nicht, da müsst ihr, wenn ihr es in einem lilanen Command-Block habt, wie ich gerade auf always active, also ich mache immer, ich weiß jetzt nicht, ob das so effektiv ist, ich mache immer so random und komm mal limit 1, so mache ich es halt immer. Ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Möglichkeit ist, aber ne. Also at s, attack damage, base, set, also wir tun die Attack Damage von dem Spieler halt runter. Ihr seht, ich kann gar nichts mehr hitten. Ich habe auch keine nervigen Effekte. Allerdings, wenn ich jetzt wieder sterbe, sollte es weg sein. Ihr seht, ich kann wieder hitten. Deswegen könnt ihr das einfach innen, also müsst ihr innen, lernen Command Block packen. Ihr könnt damit auch rumspielen und euch unendliche Stärke geben. Also ja, um das Ganze wieder resetten, mache ich einfach mal Slash Kill. Geht auch. So, die nächste Möglichkeit ist mit Spielern, dass sie sich nicht hitten können. Und zwar mit Teams. Also Team, Add und dann halt euer Teamname. Zum Beispiel NoPVP. Dann Team, Join, dann halt jeder, der NoPVP ist. Also jeder, der sich in der Lobby befindet dann. Also in dem Fall Add A. Und dann macht ihr einmalig Modify PVP und dann Friendly Fire False, also, ja, False, ja. Genau, und jetzt könnt ihr euch gegenseitig nicht schlagen. Wenn ihr es auf True macht, behebt ihr das Video, also man kann sich dann hitten. Und bei False kann man sich nicht hitten. Ich kann es jetzt nicht demonstrieren, weil, guck, bei denen geht's noch. Und ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, wenn es euch geholfen hat. Und ja, lasst eine positive Bewertung da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.